Ich habe hier voll die geile Aussicht auf den Sonnenuntergang. Und es stinkt hier zum Himmel. Ekelhaft. Da hat jemand geodelt. Und wie? So. Na? Dann in der App aktivieren. Mein Gott, ist das schön. Mach mal ein Foto. Habe ich jetzt den Sonnenuntergang überhaupt gefilmt? Mensch. So, was ist denn das für einer? Da steht keine Nummer dran. Ich habe hier ein paar Nummern. Keine Nummern. Ich nehme mal an, das ist der 43 Watt. Obwohl, naja, der eine ist dieser große, das ist der. Und da gibt es immer noch den, den ich gar nicht hernehmen kann. Und dann muss das der andere sein. Mit 43 Watt. Okay, schauen wir mal. Start charging. Ach, ich stehe wieder doof da. Wie immer. Und noch geht's nicht. Okay, das funktioniert nicht. Dann nehmen wir den schnellen. Der schnelle. Start charging. Da muss man noch dieses untere Teil wegmachen. Dass ich noch näher hinfahren muss. Ja, nicht dahin. Nein, ich muss noch näher hinfahren. Ich muss noch näher hinfahren. Das geht nicht. So. That's it. Schauen wir mal, ob es geht. Wahnsinn, der Sonnenuntergang. Ach, ich sehe das gar nicht so. Ich muss das mal mit dem Handy filmen. So, der lädt nicht. Meine Nummer. Warum? Probieren wir doch noch mal die Karte. Oder hat er überhaupt keinen Pieps gemacht bei der Karte? Nee, das mag er nicht. Dann probieren wir es nochmal mit der App. Okay, es will nicht. Fehler der Säule. Und das sind immer so Sachen, die muss man mit einberechnen. Wenn man die nicht mit einberechnet und man kommt mit 20 Kilometer Reichweite an so eine kaputte Ladesäule, dann hat man ein Problem. Weil es gibt nicht alle 20 Kilometer eine Ladesäule. Deswegen lade ich lieber schon bei 50%, dann bin ich auf der sicheren Seite. So, Sonnenuntergang ist jetzt auch vorbei. Dann fahren wir zur nächsten. Und die ist wie weit entfernt? Schauen wir mal.
Die ist 49 Kilometer entfernt. Und ich habe noch 167 Kilometer Reichweite. We do like to do things. Hier ist noch Sonnenuntergang. Nothing makes us more consistently miserable as a species than actually doing nothing for any extended period of time. It makes us very uncomfortable. It makes us feel non-efficacious. What was productivity for our ancient ancestors? Herrlich. In other words, as human beings, tiefrot. What is natural when it comes to too many meat eats? All you were doing was meat eats. That's overhead spiral personified right there. So again, you have too many things on your plate that you've committed to. The overhead itself takes over your whole schedule. And finally, the last. Nein, ich möchte die Heizung ausmachen und ich wusste gerade noch, wie es geht. Moment, erstmal da unten, das ist es, genau. Muss zuerst was anderes benutzen als den Bildschirm, deswegen habe ich es immer nicht gefunden. Und jetzt will ich es ausmachen, das ist nicht Auto, Klima off, genau. Ich hoffe, dass er trotzdem in der Nacht angeht, aber er ist ja programmiert. Und ich denke, es ist ein guter Stellplatz, weil ich hier so ein Häuschen zwischen mir und dem restlichen Parkplatz habe, der so hell beleuchtet ist. Und ansonsten sind da nur ein paar Wohnhäuser in der Straße. Ja, ich denke, das geht. Ich habe gerade gemerkt, das wird hier eigentlich viel zu warm. Die Batterien. Na, vor allem die Goals, ja, die ist total warm. Und wo ist nochmal die Lüftung von der Kühlbox? Die ist auf der Seite, daran liegt es nicht. Ich glaube, ich darf die Batterien nicht zudecken. Die brauchen Raum zum Aushitzen. Mal das hier drunter legen und dann muss ich in Zukunft darauf achten, dass ich unter meiner Matratze hier höher bin als da, damit da ein bisschen Raum bleibt. Okay. Moment, wieso sagt ihr nichts? Das heißt, euch ist es auch nicht aufgefallen? Ja, ihr habt vielleicht was gesagt in den Kommentaren und ich habe es halt nicht sehen können, weil ich die November-Videos erst im Dezember auf Patreon bringe und im Januar erst auf YouTube. Also gut, was wir vergessen haben, ihr und ich. Ich habe doch einen Telekom-Vertrag. Und in meinem Telekom-Vertrag, der ja weiterlaufen muss, weil ich die beiden Kinder mit drin habe, in diesem Telekom-Vertrag habe ich 80 Gigabyte im Ausland gratis jeden Monat. Und der Monat, wo ich in der Schweiz war, bevor ich dann in Italien die nächste SIM-Karte gekauft habe, ich habe auch eine Schweizer SIM-Karte gekauft. Ich habe auch eine Schweizer SIM-Karte gekauft. Auf jeden Fall, der Monat ist vorbei. Es ist jetzt Dezember
Das heißt, es ist ein neuer Monat, in dem ich auch 80 Gigabyte Daten im Ausland habe. Also ich brauche überhaupt nicht panisch werden oder irgendwas. Ich brauche einfach nur meine deutsche SIM-Karte wieder reintun. Und schon kann ich, und das ist nämlich doppelt cool, weil dann kann ich nämlich erstmal in Teneriffa alle möglichen Orte besuchen, wo ich schon x-tausend Mal war, aber wo ich mir nicht gemerkt habe, wie das Netz war, und kann schauen, welches Netz in den Orten, wo ich gerne bin, am besten ist. Also natürlich brauche ich in der Arbeit gutes Netz, aber das ist eine Stadt, also da habe ich, naja, einfach die freie Auswahl. Aber es gibt ein paar Orte, die ich besonders gerne mag, wo ich besonders oft hinfahre, und da muss ich halt dann einfach mal schauen, mit meiner deutschen SIM-Karte, welche Netze da am besten funktionieren. Und dann kann ich mir auf Teneriffa eine SIM-Karte kaufen von dem Netzbetreiber, wo der an den Orten gutes Netz hat, an die ich sowieso gerne fahren will. Ja. Ich check dieses Dorf nicht ganz. Also alle Cafés, die in Google Maps drin sind, existieren gar nicht. Und der Supermarkt, den ich gerade gesehen habe, ist nur ein türkischer Supermarkt. Der hat nur frisches Fleisch im Angebot. Also eigentlich ist es eine Metzgerei.